Neulich hatte ich euch ja hier diese 1943er Mauser P38 vorgestellt und hatte ja auch schon zugesagt, dass ich weitere Videos von diesem Pistölchen machen werde. Heute geht es um das Thema zum Reinigen, Auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Bedeutet, das gibt, so hoffe ich mal, ein Quickie-Video. Wie bei jeder anderen Manipulation an einer Waffe auch, Manipulation in diesem Moment gleichbedeutend mit Hantieren, ist, wir überprüfen den Ladezustand der Waffe, Magazin entfernen und beiseite legen. Wir öffnen den Schlitten und überprüfen, dass die Waffe auch tatsächlich leer ist und sich keine Munition auch nur irgendwo in der Nähe befindet. Um die P38 auseinanderzunehmen, sorgen wir dafür, dass die Sicherung auf Feuerbetrieb steht, öffnen den Schlitten und verriegeln ihn. Dann bewegen wir diesen Zerlegehebel etwas weiter als 90 Grad, 90 Grad nach unten, halten den Schlitten fest, gucken, dass es hier überall alles aufgereiht ist, entspannen den Hammer und ziehen den Schlitten samt Lauf nach vorne weg. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel die zwei Verschlussfedern, Rückholfedern. Das ist auch, kenne ich jetzt, sage ich mal, bei keiner anderen Kurzwaffe so, dass man hier mit solchen kleinen Federn arbeitet. Ich denke mal, das ist auch hier aus dieser Zeit der Herstellung durchaus eine Meisterleistung an guter deutscher Ingenieurskunst. Um jetzt den Lauf zu Reinigungszwecken zu entfernen, müssen wir den Verriegelungsmechanismus lösen. Dazu drücken wir diesen Pömpel hier hinten, diesen Knopf, einfach rein, dann kommt das Teil nach oben und wir können den Lauf nach vorne wegziehen und damit haben wir den Schlitten vom Lauf gelöst und können dann den Lauf wie gewohnt reinigen. Um das Ganze wieder zusammenzusetzen, gehen wir in umgekehrter Reihenfolge vor. Wir nehmen den Lauf samt Verriegelung, fahren ihn rein und verriegeln ihn wieder durch Runterdrücken. Dann nehmen wir das Griffstück, führen den Schlitten wieder drauf. Jetzt kann es passieren, dass hier die Verriegelung wieder aufgeht. Den drücken wir dann einfach wieder zu. Hier hinten diesen Pömpel, der kann je nach Griffstellung, kann dieser hier rausklappen, sonst dann geht natürlich der Schlitten nicht drauf. Wir fahren das ganze Ding nach hinten, verriegeln den Schlitten in der hintersten Position, fahren den Haltehebel wieder rum in die Horizontale. Überprüfen die Funktion der Waffe und damit ist die Waffe wieder zusammengesetzt. So einfach kann deutsche Ingenieurskunst tatsächlich sein, wenn es darum geht, eine Kurzwaffe auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen.